Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber. Hier bei Heisenberg zockt. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ins Trainfieber verfalle. Nein, nein, nein. Transportfieber. Man glaubt es kaum. Endlich. Folge 3. So, wir produzieren Stahl. Jetzt müssen wir halt wieder ein bisschen Geduld haben, bis der Zug hier mal seinem Werke nachgekommen ist. Wir können ja, ja, wir sind immer noch bei der Kampagne. Wir nutzen hier die Magie der modernen Computer sozusagen und beschleunigen den Zug mal. Wow, okay, lusch. Und welch ist er? Schon nicht schlecht, gut. Ist ein ordentliches Stückchen. Also wenn wir hier 30 Stahl herstellen sollen, ich muss mal gucken, ob das dann mit einem Zug funktioniert. Ein bisschen Geld hätten wir noch. Vielleicht empfiehlt es sich eben doch, auch schon einen zweiten hier auf die Reise zu schicken. Das ist eine ellenlange Strecke für das bisschen Zug, also im Sinne von Tempo. Ja, das ist eine Ewigkeit, die der fahren muss. Wir machen mal ein Gleis für Kollege Nummer 2. Wir gucken mal, wie machen wir denn das? Zum Beispiel hier. Krümmung zu groß. Aha, das kommt mir bekannt vor. Ich habe das Spiel noch in der letzten Folge so gelobt, wie einfach das jetzt geht, aber es ist auch einfach. So, irgendwas macht immer der Mensch falsch, der davor sitzt. Ich erwische wahrscheinlich hier den Knubbel nicht richtig. Jetzt. So, wie lang machen wir das? Muss nicht allzu lang sein. Ist ja nur ein Ausweichgleis. So, ich habe auch... Moment, das machen wir aber wieder von der anderen Seite her. Ich habe auch den Verdacht, dass wir das sowieso dann gut brauchen können wieder für den späteren Verlauf der Mission. Dass wir da sowieso irgendwie zu zwei Zügen greifen müssen. Jetzt geht es aber irgendwie tatsächlich nicht. Moment. Jetzt geht's. In die Richtung geht's immer. Gut. Signale machen wir nachher. Wir gucken mal. Das ist wieder ein ordentlich langes Stück. Hier darf es durchaus auch nochmal eine Möglichkeit geben, auszuweichen. Möchte nicht. Wir machen es anders. Erstmal anlegen. Und dann hier rein. Okay, so geht's fast besser. Aha. Man kann nicht mehr, bei Trainfieber konnte ich hier hinten das Gleis nehmen, das ging normalerweise. Hier muss man wirklich genau die richtige Stelle erwischen, dann geht's auch. Gut, dann hier rein. Was können wir sonst noch tun? Hier beim Bahnhof. Vielleicht nochmal kurz raus. Das müsste jetzt auch gehen, dass man hier Weichen und Co. baut, während der Zug rüberfährt, Signale setzt. Man kann Signale auf Brücken setzen, das werde ich gleich mal kurz testen. Sobald wir hier das Gleis fertig haben. So, hier wieder rein. Okay, Signale. Das müsste klappen. Ja, das würde gehen. Man sieht's. Können wir hier auch eine Weiche machen auf der Brücke? Oh, das ist ja nett. Okay, Gebiet gesperrt, das ist egal. Das ist von der Kampagne aus gesperrt. Aber es geht, man sieht's. Gut, cool. Oh. Das eröffnet natürlich Möglichkeiten. Hui, hui, hui. Sehr schön. Also, hier hinten noch zweigleisig. Gleich mal gucken, wie sich das mit einem Bahnübergang verhält. Komplett unproblematisch. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, irgendwo hier gehen wir dann wieder rein. Das müsste reichen. Vielleicht die Strecke da oben noch kurz angucken. Die hier, wobei die Brücke möchte ich nicht zweispurig, das ist mir zu teuer. Wir machen hier nochmal ein Gleis, mal in die Richtung. So, dann ist eben die Biegung nicht so groß, wenn wir hier links rumgehen. Nicht, dass wir dann da ein Problem haben von der Krümmung her der Kurve. So, hier rein, gucken, ob das so passt. Doch, das passt. Gut, dann können wir zurückkommen zu den Signalen. Wegpunkte brauchen wir noch nicht. Das würde dann hier hinten mal anfangen. Auf der Seite. Bis nach hier vorn haben wir noch Geld. 5 Millionen doch, doch für einen zweiten Zug müsste das noch reichen. Hier ist eingleisig. Hier wird es wieder zweigleisig. Einmal hier und einmal hier vorn. Okay, das lassen wir. Hier wird es wieder zweigleisig und dann die Zwischenstrecke da noch mit der Brücke. Okay, Zwischenstrecke haben wir hier oben, hier noch einmal, zack, und
Halt. So, und hier noch einmal. Die Linie haben wir. Wir brauchen einen zweiten Zug. Jetzt muss ich nochmal gucken, was haben wir denn für einen Zug genommen. Sieht man das hier? Ist das angeschrieben? Die BR53 Preuß. Wir nehmen natürlich wieder die gleiche. Halt, da bräuchten wir aber hier oben natürlich das Depot. Aber das sieht schon cool aus, dass man das jetzt eben genau neben dem Bahnhof stellen kann. Man kann die Bahnhöfe auch verändern. Hier aufrüsten, guck mal, das kann man alles machen, ohne dass man den Bahnhof jetzt abreißt. Sogar das Depot kann man aufrüsten, okay. Keine Parameter. Das müsste irgendwie wahrscheinlich auch gehen, sonst könnte man es hier nicht machen, würde ich mal sagen. Also die Preuß. Das ist schon die hier. Okay, die kaufen wir. Dann machen wir hier wieder viermal Eisenerz. 1, 2, 3, 4 und viermal nochmal den. Viermal Eisen. Jetzt habe ich gerade was anderes überlegt. Eisen. Was erzähle ich denn? Kohle. So, 1, 2, 3, 4. Oh, kommt da gerade der andere Zug an. Jetzt kommt wieder eine neue Lokomotive dazu. Okay, jetzt haben wir sie aber schon gekauft und zu unterschiedlich sollte das ja auch nicht sein. Gut, wir müssen da mal noch gucken, ob die Linien überhaupt... Hat der was dabei? Der hat nichts dabei. Wo ist hier der Hund begraben? Linienbenutzung, nein. Dauert das ein Momentchen? Sind wir zu weit weg? Fragen über Fragen. Dauert wahrscheinlich ein Momentchen. Aber dann können wir dich jetzt eigentlich losschicken. Sobald wir dich hier wieder haben. Linie 1. Er kann fahren. Sehr schön. Und wie sieht's aus? Linienbenutzung? Nein. Aha, haben wir hier irgendwo einen Fehler drin. Du bist ein wunderschönes Kohlebergwerk. Du kannst doch die Sachen hier hinliefern. Haben wir hier schiffbare Gewässer? Aha, dann okay, da sieht man, wo man die Schiffe hinsetzen kann. Ich suche eigentlich Cargo. Bei Trainfieber gab es doch irgendeinen Knopf. Da konnte man Cargo einblenden. Gelände. Was haben wir hier noch Schönes? Linienmanager. Nee. Was? Linienmanager? Ach so, okay, der hier. Dann hat man das auch auf einen Knopfdruck. Guck mal, hier fährt sogar eine Lore hin und her. Moment, das muss ich mal langsamer haben. Cool, das sind schon die kleinen Sachen, die das Ganze eben nochmal zusätzlich enorm beleben. Cool. Aber warum jetzt hier die Linienbenutzung nicht klappt? Ist mir ein bisschen Rätsel. Ist das zu weit weg? Das kann eigentlich fast nicht sein. Ist ja doch ziemlich nah, der Bahnhof hier. Irgendwie gruppieren in dem Sinn müssen wir nichts. Und die Züge fahren ja. Die sollten hier Kohle bringen. Eigentlich... Ja, also bei Trainfieber fällt mir gerade ein, würde die Linie so auch nicht funktionieren. Da müssten wir erst hier die Güter dann abtransportieren. Produkte... Stahl. Also hier wird nichts produziert, solange wir nicht den Stahl abtransportieren. Jetzt muss ich mal gucken. Steht hier irgendwas? Transportieren wir das nicht so. Okay. Nutze die bestehende Brücke. Weiß nicht, mit dem Kohleamt zu tun, aber das wird dir bei der nächsten Aufgabe nützlich sein. Okay, die nächste Aufgabe haben wir noch nicht. Ich würde jetzt trotzdem behaupten, die werden hier hinten keinen Stahl produzieren, solange der Stahl keinen Abnehmer findet. Den haben wir jetzt aber noch nicht. Ich mach mal schneller. Vielleicht liegt es doch daran, dass das Ganze ein bisschen lange dauert. Also was heißt ein bisschen lange dauert? Ja, das auch. Doch, das stimmt natürlich auch. Vielleicht brauchen wir noch mal mehr Züge. Ja, wie sieht es denn hier aus? Auch Linienbenutzung? Nein. Hier fährt aber auch was rum. Oh, cool, ein Bagger. Ein Kran, nee, ist ein Bagger. Das ist ein sehr schönes Erzwerk. Man sollte sich die Sachen eigentlich noch viel genauer angucken. Aber ich bin so halt im klassischen Trainfieber, Fieber. Züge, Züge, Züge. Aber die Gebäude, wow. Sieht schon sehr, sehr nett aus. Und wir haben ja die Zeit. Wir können ja mal gucken. Irgendwas... gefällt dem Spiel an unserer Linie nicht. Jetzt ist die Frage, was? Wir gehen das mal noch mal kurz durch. Oder hat sich hier was geändert? Nein. Okay, also, wir würden hier die Kohle holen. Dann hier hinten das Erz. Und dann hier
zum Stahlwalzwerk bringen. Warum klappt das nicht? Fragen über Fragen. Der ist wieder leer unterwegs, nehme ich an. Düt. Ui, schon wieder ein neuer Wagen. Okay. Ja, kann nichts dabei haben. Nein, Linienbenutzung, nein. Da denkt man, man ist ja ein alter Tränenfieberfuchs. Das müsste doch gehen. Wobei eben, wir müssen zuerst den Stahl irgendwo hinbringen können, damit die Stahl produzieren, sonst funktioniert die ganze Linie nicht. Das steht hier aber nicht. Datenkarten? Das steht hier aber nicht in der Beschreibung. Ah, okay. Haltestellen und Co. Ja, das kennt man. Überblick. Haben wir irgendwas in irgendeiner Form? Stahl mit Stahl produziert. Ja, das wäre der hier unten. Der braucht Kohle, der braucht Erz. Kriegen wir bloß nicht. hier nochmal klicken. Das wäre die Kohle. Passt. Das wäre Erz. Passt. Das wäre das Stahlwalzwerk. Passt. Okay. Nutze die bestehende Brücke. Da passiert nichts, wenn ich draufklicke, aber eine bestehende Brücke haben wir nur hier und die nutzen wir. Das kann also auch nicht das Problem sein. Bisschen rätselhaft. Ich habe höchstens den Verdacht, dass der Bahnhof zu weit weg ist. Ich kann das zwar nicht ganz glauben. Wird nicht benutzt. Ah, Moment, hier haben wir eine Warnung. Fahrzeuge melden folgende Probleme. Zug 2. Kein Weg. Aha. Dann gehen wir mal zu Zug 2. Wo bist du? Moment, schnapp und hinbeamen. Warum hast du keinen Weg? Mal recht mit dem Zeug. Einfach wenden. Okay, oder wo sollst du hin? Da muss ich den Fahrplan nochmal haben. Schön. Erinnert tatsächlich sehr an Tränenfieber. mit stehenden Zügen. Aber das liegt definitiv am User und nicht am Spiel. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber dann haben wir hier einen Fehler drin. So, jetzt muss ich schnell gucken. Livington West. Nach Falkirk Ost würde er müssen. Und kann das nicht. Okay, warum kannst du das nicht? Haben wir hier irgendwie eine... Okay, das ist halt das, was dann bei Tränenfieber natürlich nicht ging. Dann konnte man es eben nicht bauen. Aber dafür haben wir hier diese Fehlermeldung hier oben. Das ist natürlich auch gut. Das kann so nicht gehen, das ist klar. Wir machen mal Pause. Da kommt gerade ein Zug. Was müssen wir hier wegnehmen? Einfach mal das Stück. Okay, und deswegen sage ich, die Weiche immer eher hier von bestehendem Gleis ausbauen. Dann müsste das auch klappen. So, gut. Okay, schon wieder was gelernt. Wir können wieder laufen lassen. Der muss warten. Weil der hat jetzt gedreht, der kann jetzt auch fahren. Okay, gut. Ah, das ist natürlich noch wirklich eine gute Erfindung hier oben. So entgeht einem nicht, wenn irgendwo ein Zug steht. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und wir konnten es jetzt tatsächlich schon das erste Mal brauchen, weil wir hier halt eine falsche Weiche hatten. Was heißt eine falsche Weiche? Eine Weiche, die nicht funktioniert hat. Jetzt klappt es natürlich. Jetzt sollten die Linien dann eigentlich auch in Gang kommen. Die konnten vorher offensichtlich nicht in Gang kommen, weil die Züge gar nicht fahren konnten. Das müsste sich jetzt ändern, sonst werden wir es feststellen. Dann haben wir nochmal sonst irgendwo einen Fehler drin. Mal gucken. Wie sieht es hier aus? Doch, das ist eine richtige, vernünftige Weiche. Und hier vorn? Hier eigentlich auch. Doch. Das haut hin. Gut. Geduld haben. Jetzt könnte man aber eh schon gucken, ob hier was passiert ist. Auch immer noch nein. Eben, dann hätten wir aber höchstens noch den Effekt. Moment. Links eine Machine Factory. Die brauchen genau den Stahl. Müssten wir nicht. Ja eben, da müssten wir im Prinzip doch jetzt hier noch Stahl hinbringen. Müssten wir. Das wird aber nicht verlangt. Für die Produktionsversteigerung transportiere dies mit dem Passen von Falcon Coal Nielsen nach Falcon Steel. Das ist ein Machine Factory. Die steht hier nirgends drin.
Und sonst steht nur das mit der Brücke. Viel mehr steht hier nicht. Okay, Kohle, Eisenerz, transportieren mit passendem Zug. Okay, das hatten wir. Wir machen eigentlich genau das, was das Spiel möchte. Ah, okay, guckt. Jetzt klappt's. Jetzt haben wir das Erz. Gut, dann ist das hier aber anders. Dann brauchen wir für eine funktionierende Industrie den Endabnehmer nicht mehr. Also die produzieren Stahl da hinten, auch wenn der sozusagen nicht wegkommt. Die wissen ja noch nicht, dass wir wahrscheinlich den Stahl dann hier hinbringen. Das ist auch gut zu wissen. Okay, das hat sich auch geändert. Bei Tränenfieber hätte die Linie tatsächlich auch nicht funktioniert so. Also was heißt auch nicht? Sie funktioniert ja jetzt. Ja, sieht man schon. Der Bahnhof, der hat jetzt auch Kohle. Halt, das war das Depot. Das ist dann die Gefahr, wenn man alles so nah beisammen hat. Diagramme. Okay. Cool. Gut, dann klappt das. Dann müssen wir jetzt einfach die 30 Stahl herstellen. Und das werden die da hinten offensichtlich dann so machen. Sobald sie genug Erz und Kohle haben. Wusch. Hast du auch schon was dabei? 6 Kohle, okay. Dann kriegen die da hinten das erste Mal Kohle. Bedarf, Details, okay, da steht noch nichts, aber die Linienbenutzung haben wir noch nicht. Die werden wir haben, wenn die Züge da das erste Mal ankommen, beziehungsweise der Zug. So, mal noch ein bisschen Städtchen angucken. Schön. Hab mir, oh, noch ein Schiff. Frontenac. Haben wir das nicht eh schon bekommen? Sind wir denn in der Zeit nicht vorangeschritten hier in der Kampagne? Ist das dieselbe Zeit? Das kann natürlich sein. Deswegen kriegen wir das Schiff hier nochmal. Hatten wir schon, wir können es leider wieder nicht gebrauchen. So, aber eben, das Städtchen, das hat mir bei Tränenfieber schon gefallen, wie diese Städte ausgesehen haben. Ist einfach nett gemacht. Und die wandeln sich natürlich im Laufe der Zeit. Wenn die Zeit voranschreitet hier unten, dann werden die Städte auch moderner. So, sonst eben. Geduldig sein. Viel mehr als dreifaches Tempo geht nicht. Ja, jetzt sammelt sich hier aber das Erz. Das ist natürlich schön. Dann lohnt sich auch die Transporte. Ja, da kann man schon ordentlich nah ranzoomen. Sehr nett. Von da oben kommt der Zug. Hier nochmal schnell schauen. Mit dem Bagger. Cool. Gut. Jetzt müsstest du aber eigentlich ordentlich was dabei haben. Jawohl, 16 von 16. Hier warten 28. Okay, das schreit dann vielleicht schon bald nach einem dritten Zug, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Kohle aufpassen, also aufs Geld. Kann man auch verwechseln, wenn wir hier mit Kohle arbeiten. Wir machen noch Minus, aber wir sind jetzt auch ein paar Mal umsonst gefahren, wegen dieser ollen Weiche hier unten. Aha, ja, da müssten wir auch noch was machen. Da können wir jetzt glatt mal was testen. Das ist nicht ideal, dass der Zug hier wartet, denn der hier sowieso rechts fährt. Wir machen hier mal auch noch ein zweites Gleis. Geht tatsächlich, wenn der Zug daneben ist. So, und was wir jetzt hier vorne testen, wäre hier rüber und hier rein. Also hier rüber geht schon mal, das ist schon mal interessant. Nein, ich möchte es eigentlich anders haben. Dass der hier, wenn er das zweite Gleis nutzt, hier rüber geht. Krümmung zu groß. Okay, das ist dann tatsächlich wieder ein User-gemachtes Problem, wenn die Krümmung zu groß ist. Da stimmt auch was nicht. Jetzt. Krümmung zu groß, sie bleibt zu groß. Okay, wir kriegen die Krümmung nicht weg. Wir müssen es anders machen. Ich mache mal ganz schnell Pause. Wir machen das mal weg. Das mal weg. So, verbinden diese beiden Punkte hier. Und jetzt möchte ich eben wissen, ob man hier gut reinkommt, tatsächlich. So geht's. Das müsste so auch klappen. Das ist jetzt nicht wieder so eine kaputte Weiche. Okay, und jetzt müsste man eben hier sogar raus können. Genau, guck mal. Dann hat man hier so eine Kreuzung. Das ist definitiv anders als noch bei Tränenfieber. Das geht jetzt leider wieder nicht mehr. Bis hierhin geht's. Ja, da gibt es irgendwie doch ein Problem. Wenn wir von hier kommen.
Ja, nee. Bau nicht möglich, okay. Aber das hier unten fasziniert mich doch schon relativ ordentlich. Aber wir müssen hier natürlich irgendwie rüberkommen. Das bringt sonst herzlich wenig. Irgendwie geht's nicht. Mit dem ersten Gleis ging's perfekt. Geht das hier? Geht auch nicht. Woran das jetzt liegt, das weiß ich nicht. Aber so geht's, okay. Dann machen wir es so. Wir gehen vorne so wieder rein. Ist das genug lang? Ja. Jetzt müssen wir hier natürlich noch neue Signale setzen. Zack. Signale hatten wir hier, nämlich einmal hier und einmal hier unten. Und hier dasselbe. In die Gegenrichtung wäre das dann... Wäre das hier? Ja, eigentlich schon. Vor der Weiche halt. Da haben wir auch eins vor der Weiche. Das müsste soweit sogar stimmen. Blocksignale brauchen wir eigentlich immer noch nicht. Die Abschnitte hier, die sind zu kurz. Aber hier vorne haben wir das Signal. Ja, das können wir wegnehmen. Moment. Buh. Signale müssen zuerst. Ja, wollte ich gerade. Das müsste jetzt schon passen. Wir lassen mal laufen. Und sonst beobachten wir es mal. Oh, schön. Man muss sich mal vorstellen, später, im späteren Verlauf oder im freien Spiel dann, was man da alles basteln kann mit so Weichen in den Bahnhöfen drin. Die Gleisfelder und oh, ich darf gar nicht daran denken. Ah, wie schön. Ach, wie schön, dass es dieses Spiel gibt. Ach, wie schön, dass es Trainfieber gibt. Ach, wie schön, dass die Leute das hier nochmal ausgebaut haben. Haben wir hier noch eine Weiche ohne Signal? Tatsächlich. Also eine Ausweichstrecke ohne Signal. Zack. Und hier hinten nochmal zack. Und dann mache ich hier doch mal noch meinen Klassiker aus Trainfieber. So, damit sie nicht auf dem Bahnübergang stehen bleiben. Kann ich hier vielleicht den Bahnübergang noch wechseln? Kann man. Aber wir haben noch keine anderen außer die hier. Das wird dann wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit kommen. So, 12 Stahl haben wir. Wir sind immer noch auf Vollgas. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ja, kreuzen sie wieder oder wir kaufen halt noch einen Zug. Haben wir denn jetzt mit denen schon was verdient? Nein, die machen immer noch Minus. Das sollte sich aber schon ändern. Wenn sie hier voll bepackt rumfahren, sollte das auch mal irgendwann zu Geld führen. Wir könnten natürlich noch Geld leihen. Können wir das? Das ginge. Wir haben noch kein Darlehen. 12 von 30. Wir können die Züge sonst auch anders noch verwenden. Wir machen das mal. Die Preuß G3 hatten wir. Genau, kaufen. Erz. 1, 2, 3, 4. Machen wir doch mal 5 testweise. Kohle. 1, 2, 3. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Okay, schon gemacht. Kohle ist noch eingestellt. Jetzt machen wir das mal mit 5 Wagen. Gucken wir, ob er das noch ziehen kann. Ja, ja, der zieht wie ein großer. Kein Ding. Aber der kann jetzt hier gerade mal noch schnell wenden und da noch ein bisschen Kohle mitnehmen. So, denn hier liegt schon wieder ordentlich was. 44 Kohle. Mitnehmen können wir 20, die Hälfte. Gut. Ja, jetzt müsste es hier schon schneller gehen dann. Und vielleicht schaffen wir es mit den 3 Zügen, dass wir ins Plus kommen. Und sonst müssen wir mal gucken. Sonst verkaufen wir was. Ein Stück Schiene oder so. Nee, denke schon, das passt. Denn jetzt fahren wir jedes Mal voll. Man sieht, wir haben hier im Überfluss Erz. Das können wir im Moment gar nicht alles transportieren. Also der Zug, der müsste voll sein. Ja, 16 von 16. Jetzt würde ich glatt mal gucken gehen hier hinten, was der da verdient, wenn er das abliefert. Mal gucken. Schon auch sehr schön hier. Die Gebäude, die sind wirklich sehr gelungen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn er hier über die Brücke geschossen kommt. Im Moment kämpft er sich gerade noch durch den Wald durch. Was höre ich denn hier für Geräusche? Das klingt doch irgendwie nach Zug, aber das ist wahrscheinlich da hinten in der Fabrik.
Ja, er ist halt viel zu schnell. Also für die Optik ist die Kampagne noch nicht wirklich geeignet. Oder was heißt noch nicht wirklich? Die wird nie geeignet sein für die Optik. Die ist auch nicht dafür da, sondern die ist halt wirklich, damit man das Spiel lernt. Und einfach halt, damit man eine Geschichte hat. Das ist schon alles richtig so. Jetzt habe ich nicht geguckt, was der verdient hat. Dann gucken wir hier. Jetzt hat er hier ordentlich was eingenommen. Okay. Das Unglück am Tai wäre nicht passiert, hätte man nur die richtigen Zahlen zur Hand gehabt. Die Ingenieure rechneten mit einer maximalen Windbelastung von 20 Pfund pro Quadratfuß. Obwohl die Franzosen 40 Pfund annehmen und die Amerikaner sogar 50. Und amerikanische Ingenieure sind nicht übermäßig vorsichtig, wie alle Welt weiß. Vertrauen wir besser nicht auf die Angaben von wem auch immer. Führen wir eigene Messungen durch. Mit Messfahrten über die Brücke am westlichen Ende des Fjords. Aha, okay, interessant. Führe einen Belastungstest auf der Brücke bei Falkirch durch. Da kommen wir leider nicht hin. Halte einen ausreichend beladenen Zug im markierten Bereich an. Fahrzeuge können im Fahrzeugfenster angehalten werden. Das ist klar. Falls Fahrzeug mit keine Kohle mehr akzeptiert, liefere Stahl. Okay, es lohnt sich mehr als den geforderten Test durchzuführen. In dieser Aufgabe können mehrere Medaillen. Ja, die Medaillen sind mir dann doch relativ schnuppe. Okay, aber das mit dem Stahl ging schneller, als wir dachten. Oder als ich dachte. Das haben wir schon hinter uns. Gut. Für die Folge haben wir alles hinter uns. Leider. Aber die nächste Folge kommt bekanntlich schon morgen um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und dann machen wir hier mal einen ordentlichen Brückentest. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.